was ich sagen wollte. Du nimmst ja den Jungen mit. Ist denn die Marie schon wieder gesund? Was ist denn das sicher ein Mensch? Ich dachte, du würdest mal mitkommen, abends. In der Stadt drin. Aber wenn die Frau dabei ist, was ist denn mit dem da? Lassen mitfahren. Das gibt sonst ein Unglück. Der ist mit dem Beil auf seinen Vater losgegangen. Ja. Ist ein guter Kerl. Der kann arbeiten. Ja. Können Sie ja mal versuchen. Leine rüber! Immer hat er mich geschlagen. Immer. Wenn er aus der Stadt kam. Und die Mutter auch. Bis sie tot war. Na ja. Wäre eben nicht in die Stadt gegangen. Hätte er sich nicht mit den Weibern eingelassen. Aber das ist doch dein Vater, den kannst du doch nicht totschlagen. Dann kommt die Polizei und du kommst ins Zuchthaus. Alles klar hier. Abfahren! Ein strammes Mädel und ein steifer Grock.
hast du zum blauen Schiff verrockt. Ein strammes Mädel und ein steifer Grock, passt gut zum blauen Schäferrock. Doch wenn so lang ich draußen bin, zieht's mich nach Hause, möcht ich wieder hin, ob Süd, ob Nord, ob West, ob Ost, Nordwest. Zu Hause ist und bleibt es doch am best. Ob Süd, ob Nord, ob West, ob Ost, Nordwest. Zu Hause bleibt es doch am best. Und jetzt kommt noch unser Jakob dazu.
Herr Jakob, der hat heute aber tüchtig gearbeitet. Wenn der so weitermacht, da kann er ganz bei uns bleiben. Kann er denn noch 66 spielen? Ja. Oder kann er ja bei uns bleiben. Du kannst ja dann im Vorschiff schlafen. Ja. Hilfe! Polizei! Diebe! Haltet sie doch fest! Hilfe, Hilfe! Los, halten! Und es macht es kalt. Dass du Kraft hast. Lass meine Haare hoch. Und zeig doch mal, ob du Kraft hast, du. Donnerwetter. Die schmeißt ja den stärksten Mann um. Verstehe. Weiß ich doch nicht. Weggerannt. Weggerannt? Wohin denn? Versucht's euch doch selbst, Mensch. Einer dieser Aas an. Hat mich dieses Biest doch richtig gekratzt. Was sagst du? Ich gar nicht. Was hast du denn, Händler? Was soll ich denn haben? Gar nicht. Na, nun komm mal, Franze Kerl. Komm mal, aufstehen. Putzermann, komm. So.
ja. So, nur setz dich mal ein bisschen hin. So. So. Zieh mal dein Hemdchen aus. Kopf mal rüber. So, ein bisschen abrubbeln. So, Seife. So, schön. Na, noch einen kleinen Spritzer. So, kommt auch gleich an, warte mal. So, du gehst zur Mutter. Lass dich schon abtrocknen. So. Das war Nummer eins. Jetzt kommt Nummer zwei. So. Na, piepst hier noch ein bisschen. So, siehst du. So. Jetzt noch der Jardin-Garten. So. Na, Jakob? Schon gewaschen? Ja. Na, dann sieh dich aus. So. Ach schön, was ist denn? Das ist schön. So, na nun, marsch. Haben wir nicht einen guten Vater? Ja, wenn er mich nicht wäscht. So, siehst du? Na, also nun bälle man nicht so. Nee, nee, komm mal her zu Herrchen. Na, komm mal her zu Herrchen. Na, aber nur Piepschen hat doch auch Stille gehalten. Ja, ja, komm schon, na, siehst du. So ist brav. So, ein bisschen trockenreiben, sonst erkältest du dir, Amichen. Siehst du? So ist schön. Das ist ein gutes Hundchen. So. Das kann ja gar nicht fahren, mein Junge. Na, mach doch wieder ganz. Warum haben wir nicht so ein großes Schiff mit Segeln dran? Ja, mein Kind, wenn ich so ein großes Schiff hätte, dann würde ich die ganze Welt umsegeln. Fremde Länder sehen, fremde Städte und andere Menschen. Dann würde ich weit wegfahren. Auch fein, dann könnte ich Bären sehen und Affen. Ja, Franzekind, siehst du, wenn ich Kapitän auf so einem großen Schiff wäre, da dürfte ich dich gar nicht mitnehmen. Ja, auch die Mutter dürfte ich gar nicht mitnehmen. Siehst du, und darum ist besser, wir sind hier. Hier haben wir unseren eigenen Kahn und hier bleiben wir immer zusammen. Ja. Ja. Verfluchtest du ihn nicht? Nochmal am Gebiet! Nochmal am Gebiet! Nee, lieber nicht. So gut hier Öl, wa? Ja. Treppe? Du, mein Lieber, du. Hab doch einen mittrinken müssen mit dem Hug. Wegen der Rückfahrt. Guten Abschluss. Drei Fahrten für uns. Na also, Mensch, na also. Könntest ordentlich einen ausgeben heute. Er wartet auf uns im strammen See und... Mensch, musst du ein Glück in der Liebe haben. Sordela. Drei Leichenwagen mit Trottel. Professor, ist die Gischa da? Na? Vielleicht ist sie drin. Lass das sein,
Primasore. Allerhand dabei zu verdienen. Aber wir brauchen den Brand sein Boot. Donnerstagabend. Dass ihr mich wieder sitzen lasst. Wie gestern. Feiglinge. Hast es aber gegeben. Zahlen. Hast wohl Angst vor mir? So eine Kraft und Angst. Tussel. Na komm. Einmal im Leben möchte ich erleben, dass dein Herz mich liebt. Zwischen zwei Küssen möchte ich gern wissen, ob es Treue gibt. Erst als ich zu dir gefunden, hab ich es so recht empfunden. Was nützt mir die Liebe, wenn sie Lüge bliebe? Und darum frag dich, ist es wirklich wahr, dass du mich so liebst? Darf ich wirklich an dich glauben? Und du? Ist nicht nur ein Scherz. Henna. Oder willst das Herz du mir rauben? Heiße Küsse tausch, ist ein wilder Rausch, den man danach schnell vergisst. Sag es mir offen und klar, wie dein Mensch. Ist es wirklich wahr, dass du mich so liebst? Darf ich wirklich an dich glauben? Ist es wirklich wahr? Ist nicht nur ein Scherz? Oder willst das Herz du mir rauben? Heiße Küsse tausch, ist ein wilder Rausch, den man danach schnell vergisst. Sag es mir offen und klar, ehe dein Mund mich küsst.
nervös. Ist es wirklich wahr? Wirklich wahr? Denn nur bloß, wenn sie mich fragt. Oh, quam Lust ja hatten.
zieht euch an. Los, du auch. Na ja, du müsst doch mal die große Welt kennenlernen. Müsst doch mal die Stadt sehen. Habt doch noch nie eine Großstadt gesehen. Soll mal die große Welt zeigen, das Leben in der großen Welt. Na los, zieht euch an. Fertig? Ja. Also los. Was willst du denn hier? Mach, dass du wegkommst. Thank you.
scheiden lässt sich die Marie nicht. Und ich hänge ihm so an dem Jungen. Das ist es. Den gibt sie doch nicht her. Wenn sie nicht immer krank wäre, wenn sie gesund wäre, dann... Wenn deiner Frau mal was passierte? Was? Nein! Ich hab's doch nicht so gemeint. Sei doch lustig. Komm tanzen. Entschuldigen Sie, Herrschaft.
von Schlee. Wünschte, gnädige Frau zu sprechen. Was? Richter Admiral? Wolf. Du, wir brauchen das Boot heute Abend. Dein Kommerzienrat ist doch bar. Oh, oh, das ist der Matrosenbräuche. Ich warte aus von einem Boot. Matrosenbräuche? Ja. Hinterher. Platz der Polizei. Damit glauben die Menschen, sie verstehen sich. Nervös, wieso nervös, Liebling? Am liebsten möchte ich jetzt gleich nach Hause gehen. Was denn? Jetzt willst du nach Hause gehen? Jetzt, wo es so schön ist? Jetzt, wo wir gerade mitten in bester Stimmung sind? Komm, lass uns nach Hause. Aber lieb, na ja, na gut, wie du willst. Der Junge ist jolt richtig. Wo hast du denn angelegt? Hinterm Zirkusbusch. Ach, jotte doch, Kapitän zur See auf dem Äppelkahn. Telefon, Wasserschutz anrufen und klar machen, wieder Brand. Los! Na los, mach schnell! Ja, ja, ich komm ja schon. Na los, 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 los!
Sir. Was ist denn das? Was ist denn los? Was macht er denn? Ach so. Das war ein Schiff. Abfahrt. Ja, Abfahrt. Eigentlich möchte ich ja ganz gerne so einen Ballon. Aber bitte, Herr Kapitän. Was kosten denn die? Na, für Sie gar nichts, Herr Kapitän. Sind die letzten. Ja, sehr, sehr freundlich von Ihnen. Eigentlich möchte ich ja nur auch gerne so eine Schokolade. Aber bitte, Herr Kapitän. 1,50 Mark. So. Na, dann kommen Sie auch mal gleich eine. Dankeschön, Herr Kapitän. Bitte. Guten Morgen, Herr Kapitän. Guten Morgen, guten Morgen. Thank you.
schön, Marie, dass du nichts sagst. Au, Vater. Fein, drei Luftballons. Habe ich dir mitgebracht. Danke. Habt ihr auch was mitgebracht? Na, jetzt ist Schluss, Mutter. Jetzt wird gearbeitet, nicht? So, jetzt aber an die Arbeit. Jetzt gefällst du mir wieder. Das da mit dem Weibsbild, das war doch nicht. Jetzt sitzt sie schon wie mit einem anderen herum und knutscht da. Ho! Du wirst schon besser wissen, wie ich. Im Himmel, was ist denn los? Was wollen Sie denn hier? Ist die Gescha nicht da? Die Gescha, die ist schon lange weg. Ja, aber... Warum ist denn der Vater schon wieder weg? Weiß nicht. Warum kommt er denn nicht wieder? Weiß nicht. Wann kommt er denn wieder? Frag doch nicht so viel. Ob der Vater mir wohl wieder Luftballons mitbringt? Mach doch mal ein bisschen Musik. Die Weiber in Ruhe. Den Alkohol.
geht's dann noch mal wie mir. Kümmert euch lieber um die Arbeit. Ja, und Cognac. Jetzt wirst du also auch wie dem Jakob sein Vater. Lass mich in Ruhe. Mach, dass du nach Hause kommst. Vorschriften lasse ich mir hier keine machen, nicht wahr? Zwingen lasse ich mir erst recht nicht. Noch ein Cognac. Na, Professor, stellen Sie meine Flasche kalt. Was denn für ein Sekt natürlich. Ein Knallschuss. Passieren, was will. Du bleib hier. Der Regen hat aufgehört und jetzt kommt das Donnerwetter. Der könnte ja dann zu uns hier nach hinten ziehen.
Da vorne könntest du ja dann ein bisschen zurecht machen. Wozu? Du bist doch noch krank. Kannst doch wen brauchen, der dir ein bisschen hilft. Was? Wann meinst du? Na, ich hab dir wen mitgebracht. Zum Helfen. Also, wenn du mir das antust, ich hab schon genug durchgemacht die Tage. Wenn dann noch... Na, warte, vielleicht nicht. Dann geh ich weg. Dann geh ich weg mit dem Jungen. Wenn die kommt. Du tust, was ich dir sage. Verstanden? Hanna! Hanna! Fräuleinchen, was haben Sie denn? Wo kommen Sie denn so spät her? Ein Kaffee. Schluss. Eine Episode mehr. Der gehört doch zu Ihnen. Er ist direkt in unseren Wagen gelaufen. Wie ein Verrückter. Ah! Nicht Polizei! Nicht ins Zuchthaus! Nicht durchschlagen! Ja. Jakob. Na, Fräuleinchen, da wollen wir mal ein bisschen schlafen gehen. Die beiden Kollegen, die schlafen auch schon. Bei uns, auf der Wache. Ja. Na, kommen Sie mal mit, damit alles wieder ins ruhige Fahrwasser kommt. Ja. Thank you.
hätte doch nicht in die Stadt gehen sollen. Jakob schläft.